Und herzlich willkommen zurück zum Karrieremodus mit dem FC Augsburg. Zweite Saison, Auftakt, erster Spieltag bei Borussia Dortmund. Ziel ist klar, Europa League Platz, Playoffs Platz Nummer 6. Und wir haben Petersen verpflichtet, wir gehen jetzt mal rein. Es ist in Dortmund, von daher mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Aber ein Sieg? Nein, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Und Petersen habe ich mir überlegt, komm, den kloppen wir gleich zum Debüt rein für Bobadilla. Gelios auf im Tor. Nübel. Ah, Nübel. Jetzt habe ich. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon. Entschuldigung, das passiert mir so oft, das ist unfassbar. Nübel habe ich auf die Bank. Nicht auf die Bank. Scheiße. Jetzt sind wir ohne Torhüter, ohne zweiten. Naja, kriegen wir schon hin. Wird sich schon nicht verletzen oder eine rote Karte kriegen. Dortmund-Augsburg. Signal Iduna Park. Ich bin so heiß. Zweite Saison mit Augsburg. Ich freue mich so drauf. Freue mich wieder, wenn er Kommentare schreibt und wieder mitmacht bei der Saison. Ist ja mit der EM nicht so toll geändert, weil wir ja gegen Frankreich 5-1 verloren haben. Einfach mal so locker flockig. Aber ist so. Letzte Saison mit Augsburg natürlich auch nicht so sensationell, weil wir halt eben nur so ganz knapp den Klassenerhalt gesichert haben. Spielerdebüt, Edinson Cavani für 39 Millionen von PSG gekommen, richtiger Top-Stürmer. Ja. Wir haben bisher zwei Neuzugänge zu verbuchen. Petersen, der ist gleich im Sturm dran, und Onuegwe, oder wie auch immer der heißt, der ist heute nicht mit dabei, ist ein Innenverteidiger-Talent, den haben wir ausgeliehen für ein Jahr mit anschließender Kaufoption. Das ist unsere Mannschaft. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir noch in Transfers ein bisschen was machen. Wir haben noch gut 11 Millionen zur Verfügung. Aber halt nicht so viel Gehaltsbudget, das ist das Problem. Wir sehen hier die Aufstellung mit Keita, mit Weigl, Bürki. Genau, und jetzt gehen wir rein. Ich freue mich so drauf, ich bin so heiß drauf. Wir haben auch noch Anstoß. Let's go! Petersen mit der 34 übrigens zu eurer Orientierung da im Sturm. Vielleicht ändere ich die Nummer noch, aber das vergesse ich eh. Es war. Also ein Unentschieden in Dortmund, ich denke, das wäre in Ordnung. Wir haben den Anspruch Europa League, die haben den Anspruch Champions League, und es ist eben im Signal Iduna Park. Von daher ein Unentschieden, wäre ich super zufrieden. Das ist Petersen! Der probiert es gleich mal, guter Versuch, zeigt sich gleich gut integriert. Platz 6, damit wäre ich sehr zufrieden. Letztes Jahr, dieses Heimspiel gegen Dortmund, das war ja sensationell. Da haben wir, glaube ich, 3-1 oder 3-2 gewonnen. Zwei rote Karten, das war ja ein Katastrophenspiel, aber allerdings auch vom Schiedsrichter, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist alles Geschichte. Wir sind in Saison 2 und wir gucken mal, wie weit wir mit Augsburg kommen, bis halt eben FIFA 17 rauskommt. Nachdem ich ja noch die Projekte mit Liverpool am Laufen habe, das Projekt mit Carlos Caballero als Spieler bei Valencia. Es stockt alles ein bisschen und ich komme halt auch selten zum Hochladen, seltener zum Aufnehmen. Ja, jetzt gibt es einen Freistoß, da sind wir zu spät gekommen. Daniel Bayer, erstes Spiel seit Ewigkeiten. Ja, der, was hat er? Kreuzbandriss, glaube ich, gehabt. Ewigkeiten ausgefallen. Auch der hat uns natürlich gefehlt im Abstiegskampf. Eine ganz wichtige Person im Verein. Genauso wie ein Paul Verhaag. So, Edinson Cavani wird den schießen. Wir stellen mal Hong auf die Linie. Aber der Freistoß war eh nichts. Gelios im Tor. Ich denke, es ist sein Bundesliga-Debüt. Aber sobald Volland 16 ist, werden wir den ja hochziehen. Und dann wird er unser Stammkeeper. Und dann gucken wir mal, dass der sich gut entwickelt. Opare. Trochowski, oh, sieht Petersen, aber der kommt da nicht ran. Den fängt, wer war es? Piszczek, glaube ich, ab. Cavani, rüber auf Mkhitaryan. Was macht Klavan? Bleibt dran, Junge. Und Brandt, Leihgabe von Leverkusen. Passt da gut auf, Bayer. Neves, Riesentalent. Trochowski, jawohl, schön gespielt. Bayer sieht Esswein, das war auch nicht schlecht gemacht. Esswein sucht Petersen, schade. Wir spielen immer noch auf Weltklasse, ich nehme diese Aufgabe an. Wir kriegen das hin, in der dritten Saison dann Europa League zu spielen. Das habe ich vor und das müssen wir unbedingt schaffen. Und das ist kein Foul, aber Einwurf für Dortmund. Mit der Türkei, da sind wir natürlich noch Nationaltrainer. Die Freundschaftsspiele werde ich nicht spielen, das ist schon mal klar. Ich denke aber, die Qualifikationsspiele für die WM dann werde ich, denke ich, auf jeden Fall spielen.
Und da steht die Abwehr nicht gut. Und der Neuzugang, der Debütant, trifft in der 21. Minute für Borussia Dortmund. Nein, es ist doch Abseits. Na, das habe ich ja ganz spät realisiert. Ich habe jetzt voll damit gerechnet, dass es kein Abseits ist. Aber wir gucken mal. Ja, es ist aber auch ein klares Abseits. Ein guter Meter da, denke ich, ist er da im Abseits. Glück gehabt nochmal, aber das sieht man wieder, dass wir ja, ein bisschen nicht so gut bei der Sache sind. Brandt, oh, der verliert einfach diesen Ball, weil Mkhitaryan ihn da hinten von hinten angreift und ihn keiner warnt. Castro, oh, den spielt er gut, ja. Da war die Lücke, Keita und Klavan hat das gerochen, passt auf und dann dieser Pass. Aber Klavan wieder da und jetzt können wir es aufbauen. Ja, nee, kommt nicht ran, Bayer. Boah, da kriegt er noch mal hinterher. Halbe Stunde gleich gespielt. Außer dem Schuss von Petersen haben wir noch nicht so viel vors Tor gebracht. Jetzt mal Brandt. Oh. Stellt sich da ganz schlecht an gegen Piszczek. Und wieder Dortmund. Wir kommen nicht richtig in den Zweikampf rein. Und dann geblockt. Und dann, was macht denn Gelius da? Warum fängt er den nicht einfach? Der macht es da wirklich unnötig spannend. Petersen jetzt im Doppelpass mit Brandt. Super gespielt. Und jetzt muss er sich da mal gegen Piszczek durchsetzen. Und das ist kein Foul. Okay, weiter geht's. Mkhitaryan. Durm. Kommt drauf jetzt, Gündogan nochmal zurück. Komm, wir machen mal auf hoher Druck und Drochowski. Oh, und dann wieder solche Pässe. Es ist jedes Mal das Gleiche und dann so ein Superpass. Cavani, gut von Klavan. Komm, jetzt retten wir mal das 0-0 in die Halbzeit. Und in der Halbzeit gucken wir mal noch, was wir verändern können. Gefällt mir noch nicht so ganz, wie wir spielen. Man, am Ende 0-0. Freunde, zufrieden wäre ich allemal. Kein Thema. Aber noch ist hier gar nichts unter Dach und Fach. Und jetzt kriegen sie eine gute Möglichkeit. Wieder geblockt, Eckball. Castro, komm, Gelius. Jetzt boxt er den wieder. Wenn er den fängt, dann haben wir den Ball und können uns in die Halbzeit bringen. Aber so scheiße. So ist Kacke. Jetzt, fang ihn. Gut, jetzt habe ich es noch einigermaßen verstanden. Verhag, so jetzt gib mal Gas. Lauf dem Subotic davon. Jau, Brandt. Brandt. Dann kriegen wir nochmal eine Ecke. Ich glaube, die erste Ecke in der neuen Saison. Drochowski, Flanke, kommt, Flanke. Und jetzt Ruben Neves. Traumtor von Ruben Neves. Was ein Start in die neue Saison. In der vierten Minute der Nachspielzeit, in der ersten Hälfte. Hammer-Tor. Aber das war vorprogrammiert. Wenn du so den Ball hinbekommst, meistens, das spürst du schon vorher. Ja, wenn du den Ball annimmst, dir vorlegst, dann spürst du das schon vorher, ob der reinfliegen kann. Und ich habe es schon förmlich gespürt und Neves auch. Und 0-1, wir führen im Signal Iduna Park. Da kann Pöki nur noch hinterher fliegen und hinterher schauen. Und da ist das Ding drin. Ist das geil. Verdient nicht unbedingt, aber wir haben es einfach. Und alles andere ist egal. Halbzeit 0-1. Hier sehen wir es. Also die mehr Chancen hatten sie. Schüsse aufs Tor ist gleich. Ja, wir haben einfach unser Ding reingemacht durch ein wirklich traumhaftes Tor. Alles andere ist erstmal egal und von daher würde ich jetzt... Ach doch, Nübel ist sogar auf der Bank. So, und von daher würde ich jetzt gar nichts verändern und wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Machen hoher Druck. Nicht Ballbesitz, halt hoher Druck. Gehen aber einen Schritt defensiv. Oh, Fehlpass.
Vorteil. Castro. Klavan, jawohl. So, Bayer. Bayer Sidrochowski, schade. Pisscheck. Und das ist ein Foul. Gibt's einen Freistoß, geht in Ordnung. Los, Abseitsfalle. Jawohl, perfekte Abseitsfalle. Wunderbar. Hat super funktioniert. Ist riskant, aber manchmal funktioniert es meistens nicht. Ich weiß, aber irgendwie ist das bei mir so ein Reflex. Ich benutze so oft die Abseitsfalle. Einfach aus Reflex heraus. Warum auch immer. Verhack. Boah, es war ihm. Ja. Kriegen wir den noch? Nee. Doch jetzt. Und jetzt haben wir Platz, weil da einer verletzt dort liegt. Den probiert Bayer. Und Birki. Da war einer verletzt. So, Eckball. So, jetzt haben sie da hinten zugestellt, dass da keiner diesen zweiten Ball kriegen kann. Tor ist leer. Ich habe das gar nicht realisiert. 59. Spielminute. Piotr Drochowski. 0:2. Hier sehen wir es. Birki, der fliegt raus. Ach, und den haut hin. Ich habe das gar nicht realisiert. Aber ich klopp das Ding trotzdem rein. Scheißegal dann. Ich habe das nicht mitbekommen. Aber Ding ist drin. 0:2. Piotr Drochowski. Ja, der Böcki, der wollte den rausboxen. Ist dann aber über einen unserer Spieler und über einen der eigenen Spieler drüber gestolpert. Ja, nehmen wir gerne an. 0:2. Es läuft ja doch grandios auf einmal. Auch hier das Handspiel ist in Ordnung. Komm, jetzt rutsch mal ein bisschen in die Mitte. Flanke kommt. Opare. Fehler. Wir müssen jetzt dieses 2:0 so lang wie möglich halten. Weil sobald hier Dortmund den Anschlusstreffer schießt, wird es schon wieder extrem eng. Aber solange wir das halten, immer wenn eine Minute runterläuft, können wir uns freuen. Weil dann kommen wir dem Schlusspfiff näher. Aubameyang jetzt drin für Edinson Cavani übrigens. Und wir haben den Ball. Und jetzt können wir einen Angriff starten über Bayern. Einwurf. Wunderbar. Es war ihn. Ja, ja, der ist noch. Der ist noch. Der ist super gespielt. Dann doch nicht so super gespielt. Wir wechseln mal. Jetzt haben wir die Zeit. Wir nehmen mal Eswein raus. Der hat sich gut ausgewicht. Bolli rein. Und dann nehmen wir noch den Torschützen runter. Drochowski und Boga. Bolli holt sich das Leder. Petersen! Und... Oh. Mensch, wenn der hier das Tor macht. Da ist hier Zapfenstreich erstens und zweitens hat Petersen einen Traumstart. Aber den hält Birki. Aubameyang. Oh, hartes Foul. Reus. Jawohl, der geht vorbei. Ich denke, wir kriegen vielleicht hier nochmal eine gelbe Karte nachträglich. Gucken wir mal. Kriegen wir was? Nö. Klauern. Opare. Brand. Oh, Foul. Nein, kein Foul. Okay. Ginter. Dortmund Flanke. Ja, das ist kein Problem. Burger, gute Ballannahme. Wunderbar. Bayer. Bayer auf Petersen. Petersen wieder Bayer. Ja. Brandt. Brandt. Elfmeter. Elfmeter für Augsburg. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Komm, 79. Spielminute. Bisscheck. Beschwert sich noch kurz. Aber am Ende war es doch deutlich verhakt. 86er Elfer. Petersen 77er. Wir müssen Verhaag schießen lassen. Verhaag gegen Birki mit rechts. Oben links. 0:3. Geil, 80. Spielminute. Was ist das? Das ist ein Traumstart in die Liga. In Dortmund. Ja, vor ausverkauften Haus als FC Augsburg.
Richtig stark. Aber es ist noch ein weiter Weg, die Saison. Es ist der erste Spieltag, wie gesagt. Es kann noch so viel passieren. Aber es ist natürlich ein Start, der Mut macht, der Selbstvertrauen schafft. Und der einen pushen kann. Stark. Ach, Freistoß. Ach komm, das war doch Ball. Ach komm. Reus mit dem Freistoß. Flanke kommt. Gelios. Wunderbar. Jetzt standen wir auch noch über die eigenen Füße. Um Gottes Willen. Ja, am Ende ist der Ball so und so drin. Was macht der Gelios hier? Das wollte ich nicht. Ich wollte in die ganz andere Richtung laufen. Wie er dann reingeht, ist ganz komisch. Ball war hier angeblich schon drin. Wer war er? Gucken wir nochmal hier, sehen wir es eh nochmal besser. Ja, gut, er ist deutlich drin. Unnötig, dieser Gegentreffer. Nochmal faul, 3 Minuten noch. Gelb für Bolli. Freistoß, nach vorne getreten. Jawohl, den muss Gelios nur auffangen, der schafft er. Und macht's nochmal schnell die Partie über Brandt. Brandt sieht Petersen. Petersen, kein Foul. Oh, der bleibt liegen. Bitte verletz dich jetzt nicht. Also das wäre ja mehr als nur bitter und unnötig. Und Abseitsfalle schiefgegangen. Yo, Dortmund, das gibt's nicht. Wir wechseln nochmal. Wir Chor für Bayer. Das gibt's nicht. 3. Minute der Nachspielzeit. 2-3 Dortmund. Jetzt müssen wir hier doch nochmal zittern. Das ist so typisch für uns. So typisch. Schluss! Da ist das Ding. Wir schlagen Dortmund. Ausrufezeichen. Im Signal Iduna Park mit 2-3. Am Ende ein bisschen unnötig, dass wir da die Tordifferenz versaut haben. Aber am Ende schlagen wir Dortmund sensationell. Hammer dieser Start in die Liga. Und ich bin sehr zufrieden am Ende. Ja, verdient. Wir haben halt einfach unsere Chancen einfach kaltschnäuziger genutzt. Sagen wir so. Gut, wir können ins Training gehen. Das ist ja so ein geiler Start und wir sind Tabellenzweiter. Mal so. Das könnten wir uns jetzt eigentlich fotografieren und einrahmen. Ja. Einfach schön. So, jetzt gucken wir mal. Geht jemand hoch, Vollert auf eine 65 und Guene. Wenn der sich richtig gut entwickelt, dann denke ich, werde ich den auf jeden Fall verpflichten. So. Gucken wir mal kurz in die News rein. Vorschau und erster Auftritt von Petersen. Ich bin recht zufrieden mit ihm. Er hat das ganz gut gemacht. Und dann gehen wir mal Richtung zweiter Spieltag. Es geht gegen Werder Bremen. Am Samstag 15:30 daheim, denke ich mal. Hoffe ich mal. PSG verpflichtet Griezmann für 52 Millionen. Ja, daheim gegen Bremen. Wie sind die gestartet? Mit einer Niederlage, mit 1-2. Ja, wir wollen natürlich jetzt gleich den nächsten Sieg hinterherlegen. Die Grundsteine fürs internationale Geschäft legen. Ah ne, speichern wollte ich jetzt gar nicht. Aktuelles aus England. Mach mal Frist für Benennung des Nationalteamkaders, okay. FIFA Weltmeisterschaftsqualifikation steht bald an. Aktuelles aus Deutschland, okay. Wir können ja mal gucken, wenn die schon feststeht, die Gruppe, gegen wen wir denn ran müssen in der Qualifikation. Oh, Finnland, Nordirland, Russland, Tschechien und Deutschland. Oh, das ist alles andere als einfach. Ja, gut. Hilft aber nichts. Wir haben gewonnen. In Dortmund. Überraschend, aber traumhaft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dann beim Heimspiel gegen Bremen wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Domis FIFA.